Hallo und vielen Dank für deinen Besuch hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gerhard Wiebe und heute geht es um das Einüben einer pentatonischen Skala. Ich stelle dir ein paar Standardübungen vor, mit denen du eine Skala in die Finger und in die Ohren bekommst. Nehmen wir für die B gestimmten Instrumente die A-Moll-Pentatonik und für die S gestimmten Instrumente die E-Moll-Pentatonik. Falls du mit der pentatonischen Tonleiter noch nicht vertraut sein solltest, habe ich unten einige Videos verlinkt, die sich genau damit befassen. Gut, zurück zu unserer Pentatonik. Ziel ist es, die Tonleiter spielen zu können, ohne noch großartig darüber nachdenken zu müssen, welche Töne nicht in der Pentatonik vorkommen. Hier die erste Übung. Als Playback habe ich einen 12-taktigen binären Blues in klingend G-Moll vorbereitet. Das bedeutet, die Tenöre, also die B-gestimmten Instrumente, spielen die A-Moll-Pentatonik und die Altos, die S-gestimmten Instrumente, spielen die E-Moll-Pentatonik. Heute habe ich mal einen binären Rhythmus gewählt, also gerade Achtel, keine Swing-Achtel. Improvisieren wir zum Playback in zweitaktigen Phrasen, aber nur mit den ersten drei Tönen der Pentatonik. Ich stelle eine zweitaktige Frage und du gibst eine zweitaktige Antwort. Und los! Improvisiere in jeder einzelnen Lage so lange, bis du dich wohlfühlst. Auf meiner Website habe ich im internen Bereich Playbacks in verschiedenen Geschwindigkeiten, Rhythmen und Tonarten für dich vorbereitet. Die Playbacks sind in zwei Arten unterteilt, nämlich binär, also gerade Achtel, und ternär, Swing Achtel. Wenn du dich auf der Website registrierst, kannst du dir die Playbacks und verschiedene PDFs zum Thema gratis downloaden. Und hier die nächste Übung. Musik.
Ein Wort in eigener Sache. Ab April werde ich wöchentlich eine Serie von Videos hochladen, in denen ich verschiedene Licks vorstelle. Also coole Phrasen mit pentatonischem Tonmaterial. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und noch eine weitere Übung. Ich nenne die Übung 2 Schritte vor und einen zurück. Wir beginnen dabei auf einem Ton der Pentatonik und überspringen den nächsten Ton der Skala und gehen dann wieder auf den übersprungenen Ton zurück. Überspringen wieder einen Ton und wieder einen zurück. Hier ein Beispiel. Diese Übung kannst du trocken oder auch mit Playback üben. Die Übung sollte von jedem Ton der Pentatonik aus auswendig gespielt werden. Der Spaßfaktor wird erheblich erhöht, wenn du die Übung mit deinem eigenen Spiel verbindest. Das könnte sich dann so anhören. Nach der ausgedachten Phrase spielen wir frei Tonmaterial aus der Pentatonik. Kannst du natürlich auch abwärts anwenden. Und natürlich kannst du auch die Auf- und Abwärtsbewegungen kombinieren oder auch den Rhythmus verändern. Lass uns noch mal eine Runde spielen. Das war's für heute. Mein Name ist Gerhard Wiebe. Ich hoffe, ich konnte ein wenig inspirieren. Bis bald!